Der Lokalaugenschein meldet sich heute live von der Eröffnung zum Tiroler Schmankerlpfad in Wildermirming vom Hauptplatz, wo hinter uns bereits das Gröstl gebraten wird und Harald Grasnitzer wird in Kürze den Pfad eröffnen und dann sind wir wieder live dabei. Jawohl, hier wird es eröffnet. Herr Lampe, danke, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Was steckt jetzt genau hinter dem neuen Tiroler Genusspfad, hinter dem Schmankerlpfad? Ja, fein, dass Sie da sind. Was hinter dem Schmankerlpfad steht, ist nichts anderes als ein Weitwanderweg. Wir haben versucht, die gesamte Region zu verbinden, das heißt von Wildermirming bis Nassereit einen Weg zu schaffen. Das sind ca. 15 Kilometer, die da zu bewältigen sind, aber man kann es gemütlich angehen, man muss nicht alles gehen. Und es sind verschiedene Stationen auf diesem Weg. Und die Stationen sind von Bauernhöfen angefangen bis zu Gastronomiebetrieben, die das Wunderbare, was bei uns in der Region wächst, von der Mirminger Kartoffel angefangen, bis hin zu Viehzuchtbauern oder hin zu den Freilandhühnern, die dann die Eier für das Gröstl oben aufliefern. Das findet man alles bei uns hier in der Region. Und das wollten wir als Aufhänger haben für den Schmankerlpfad und für die Eröffnung der Genussregion. Das heißt, und im Mittelpunkt der Genussregion steht ja die Kartoffel, steht die Mirming-Kartoffel, richtig? Es ist einmal die Kartoffel, weil sie preisgekrönt ist und andererseits aber eigentlich das Gröstl, nämlich ein typisches Tiroler Gericht oder Hausmannskost, das man ja kennt und das in den vergangenen Jahren eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber durch viel Qualität und gute Zutaten wieder zu neuem Ruhm kommen soll, wenn man so schön sagen will. Wie viele Gäste waren jetzt heute mit dabei? Also wir können ungefähr 200 Gäste zählen, was sehr ordentlich ist. Wir haben es nur klein kommuniziert, aber es freut uns umso mehr, dass dann dementsprechend viele da sind. Und was ist Ihr liebstes Tiroler Gericht? Das Gröstl, hoffe ich? Natürlich ist es das Gröstl. Sie können mich morgen noch einmal fragen, dann sage ich vielleicht was anderes. Herr Grasnitzer, was führt Sie jetzt heute hier zur Veröffnung des Schmankerlpfades nach Wildermirming? Erstens mal die Sehnsucht nach dem Sonnenplateau und zweitens viele Freundschaften. Und drittens eine wunderbare Idee, weil ich das einfach sehr, sehr gelungen finde, dass das jetzt endlich, dass es sozusagen ein verbindendes Band vom Wildermirming bis nach Nassereit gibt und etwas, was lange gebraucht hat, bis es zusammenwächst, obwohl es schon beieinander war, jetzt durch so einen Weg verbunden ist auch noch und dass man das dann noch mit den wirklichen Juwelen, also diesen Schmankerln verbindet, finde ich eine geniale Idee. Sind Sie selber ein Genussmensch? Würden Sie sich als Genussmensch bezeichnen? Ich glaube, das sieht man, dass ich dazu neige, ein Genussmensch zu sein. Was würde jetzt zum berühmten Tiroler Gröstl, das ja heute auch im Mittelpunkt steht, für einen Wein denn gut passen aus Ihrer Sicht? Ich würde einen roten bevorzugen. Zum Tiroler Gröstl würde ich fast ein Bier trinken, ehrlich gesagt.